Und wir mochten die gar nicht wieder ausziehen. Also wir haben uns so wohl gefühlt damit und sind dann auch zum Mittagessen gegangen, mussten allerdings feststellen, dass der eine und andere Passant etwas scheel uns anschaute. Und wir haben uns dann beim Essen überlegt, was können wir denn tun, dass wir häufiger diese schicken Barockperücken tragen können, ohne dass wir für verrückt erklärt werden. So, und dann hatten wir die Idee, dass wir dazu passende Musik gemeinsam spielen sollten. Dann schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe, nämlich wir können Perücken tragen und wir machen endlich zusammen Musik, wozu wir ja geschaffen sind, unserer Meinung nach, zusammen zu musizieren. Und dann dachten wir, wir modernisieren das insofern, als dass wir beliebte Melodien, TV-Erkennungsmelodien, Jingles im Barock-Arrangement neu vertonen und dann haben wir eine tolle Sache, gewinnen sogar neue Freunde hinzu, haben wir uns vorgestellt und das probieren wir jetzt mal aus. Geschaut, aber wir haben das alles schon eingepflegt, wie man so sagt. Da müssen wir uns kurz umziehen, damit das passt zum Thema Bildpunk. Also Sie können gerne mitlesen. Ich weiß selber noch nicht, was auf uns zukommt. Wir haben den ganzen Tag geprobt, aber damit haben wir uns jetzt noch nicht beschäftigt. Ah, okay. Das ist auch interessant, weil man kommt ja sonst gar nicht dazu, mal Zeitung zu lesen. Das ist also total gut in den Alltag eingepflegt. Fuck!
Ja, der Börse gespielt. Allerdings viel zu früh, weil es kommt ja auch niemand zum Geld zu schmeißen. Es war sonntags morgens um 9 Uhr, ungünstig. Acht Uhr oder so. Aber ein bisschen auch wie so eine Occupy-Demonstration, finde ich. Die abgesandten Schwellenländer jetzt vor der Börse. Das ist abends auf dem Times Square. Total interessant übrigens, auf dem Times Square sind so 50 Leute, die leben davon, dass sie dort versuchen, mit Musik ihr Dasein zu fristen. Oder auch, dass sie sich also als Minnie Maus verkleiden und dann sich zusammen mit Touristen fotografieren lassen. Dafür kriegen die dann $2. Das ist so der Normaltarif. Und diese Geschäftsbeziehung dieser Leute untereinander ist total interessant. Also jeder, der neu ist, wird erstmal abgecheckt. Stellt man sich besser in die Nähe von dem? Profitiert man davon oder geht man extra weit weg? Und mit Spider-Man, also er tanzt dann bei uns in der Hoffnung, dass er mehr Geld verdient, wenn er sich mit uns verbündet. Also es war sehr interessant, wenn ich mal Wirtschaftswissenschaften studieren sollte, ist das mein Doktorarbeitsthema. Ich glaube, wir sind schon soweit. Jetzt spielen wir eine Platte, die seit 2001 in der Schublade lag. Und zwar, weil es in der Single der Neon, ein Projekt so New Wave-artig, da geht es um Liebe an Bord der Concorde. Und an dem Tag, an dem wir diese Single der EMI hier in Köln vorstellen sollten, oder einen Tag vorher, ist die Concorde über Paris abgestürzt, 2001. Und damit war dieses Projekt hinfällig, weil wir konnten das, also die EMI hatte dann plötzlich kein Interesse mehr daran, sich das auch nur anzuhören. Und dann, okay, das vergessen wir jetzt erstmal. Das ist auch lange in Vergessenheit geraten und jetzt sind wir heute zum fünften Mal öffentlich stolz dazu in der Lage, dieses Stück zu präsentieren. Und das machen wir jetzt. Concorde, fliege mal weiter. Concorde, du musst verstehen. Concorde, du rassiger Gleiter, lass es geschehen. Super Sonic, super, super, super Sonic Love. Super Sonic, super duper, super Sonic Love. Ohne Jacke ist die Kälte Kacke. Es ist kalt, kalt in Deutschland. Sie ist nett, nett, nett. Sie ist so nett, 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 nett. Sie ist nett, nett, nett. Den ganzen Tag nett, nett. Doch tief in den Wind wohnt ein Astronaut, der Welten erobert und Milchstraßen baut. Können Sie sich vorstellen, mit Vival Boning und mir eine Softporno-Produktion zu machen? Und sie meinte nur, du kannst mich nicht schocken. Bitte begrüßen Sie mit uns recht herzlich die fantastische Maria Braun. Thank you.
J'espère.